Hallo zusammen. Heute geht es um Magie und Götter. Und damit meine ich, es geht um einen groben Überblick darüber, wie Magie und Götter im Setting funktionieren. Ich werde nicht spezifisch über gewisse Schulen der Magie reden. Ich werde nicht über spezifische Götter oder Religionen reden. Es geht wirklich rein um die Mechanik im Setting. Die Mechanik ist ein bisschen abgespaced, das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde dann höchstwahrscheinlich ein Antwortvideo machen mit allen Fragen, die in den Videos irgendwann mal aufgeworfen wurden. Und nachdem das jetzt aus dem Weg ist, reden wir über Magie. Um zu erklären, wie Magie funktioniert, müsste ich kurz erklären, wo Magie herkommt. Wir haben im Setting einmal die physische Welt. Das wäre die Welt, die wir im letzten Video besprochen hatten, die Welt, auf der die Charaktere leben und auf der die eigentliche Story stattfindet. Aber wir haben auch die Kehrseite, eine metaphysische Welt, die nicht aus Materie, sondern aus Energie besteht. Und diese Kehrseite ist zwar weitestgehend eine Reflexion der physischen Welt, allerdings ist sie zu einem gewissen Grad verbogen und verdreht. Wir können in der physischen Welt mehrere Inseln haben, die ursprünglich aus derselben Realität gekommen sind. In der physischen Welt sind diese Inseln allerdings teilweise hunderte von Kilometern voneinander entfernt und haben an und für sich nichts mehr miteinander zu tun. Aber auf der Kehrseite sind diese Inseln immer noch miteinander verbunden, eben weil durch die Erinnerungen der Leute, die einmal auf dieser Welt gelebt haben, immer noch eine Verbindung zwischen diesen Inseln besteht. Und bei Inseln, die zum Beispiel mit elementarer Magie aufgeladen wurden, verhält es sich ähnlich. Diese Inseln mögen in der physischen Welt ewig weit voneinander entfernt sein, aber dadurch, dass sie alle mit der Ebene des Feuers verbunden sind, sind sie auf der Kehrseite miteinander verknüpft. Das heißt, ich könnte auf einer dieser Inseln von der physischen Ebene auf die metaphysische Ebene wechseln, mich dann von Insel A zu Insel B bewegen und wieder auf die physische Welt wechseln. Ich wäre physisch zwar hunderte von Kilometern gereist, aber ich wäre nur ein paar Stunden weg gewesen. Natürlich gibt es Gründe, warum nicht jeder Hinz und Kunz das eben fix machen kann, aber das bereden wir irgendwann später. Ich habe es zwar gerade erwähnt, aber ich sollte es vielleicht nochmal explizit sagen. Es ist möglich, von der physischen Welt auf die Kehrseite zu wechseln, indem man bestimmte Magie benutzt oder gewisse Rituale benutzt oder an gewissen Orten etwas Gewisses tut oder einige Kreaturen haben einfach die Möglichkeit, von einer Ebene auf die andere zu wechseln. Es wird zur Kehrseite noch irgendwann ein eigenes Video geben, darum will ich hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ein bisschen zu stark vom eigentlichen Thema von Magie abweicht. Eine andere Eigenart ist, wie Lebewesen auf der Kehrseite dargestellt werden. Weil es auf der Kehrseite keine Materie gibt, werden Lebewesen als eine Reflexion ihrer Seele und Persönlichkeit dargestellt. Diese Widerspiegelung hat meistens ungefähr dieselbe Körperform und besteht nach dem, was man erkennen kann, aus Licht in verschiedenen Farben. Allerdings gibt es hier auch ein paar Ausnahmen. Beispielsweise erscheinen Magier oder Wesen, die mit einer elementaren Ebene verbunden sind, meistens so, als würden ihre Seelen aus zum Beispiel Feuer oder Blitzen bestehen. Und bei Wesen, deren momentane körperliche Form nicht ihrer Seele entspricht, also zum Beispiel in den Fällen von Werwölfen, Vampiren, Formwandlern oder Wechselbälgern, nimmt die Seele auf der Kehrseite in der Regel die Form an, die für diese Wesen natürlicher wäre. Und das bezieht sich nicht nur auf Lebewesen. Orte mit einer starken religiösen oder kulturellen Relevanz sind auf der Kehrseite oft in irgendeiner Form dargestellt, die dem entsprechen würde. Also der Tempel eines Sturmgottes könnte zum Beispiel ein lokalisiertes Unwetter sein. Und es ist auch nicht unüblich, dass Gegenstände, die auf der physischen Ebene eine religiöse oder magische Relevanz haben, das auf der Kehrseite widerspiegeln würden. Beispielsweise könnte ein Relikt eines Heiligen durch eine Personifizierung dieses Heiligen auf der Kehrseite dargestellt werden. Zudem haben Ideen und starke Emotionen auf der Kehrseite eine Widerspiegelung. Das heißt, es ist nicht unüblich, dass wenn jemand einen wiederkehrenden Albtraum hat, sich auf der Kehrseite dieser Albtraum irgendwann personifizieren würde. Und wenn jemand sehr intensive oder langanhaltende Emotionen hat, wäre es möglich, dass diese Emotionen sich auf der Kehrseite in irgendeiner Form manifestieren. Und andersherum gibt es auf der Kehrseite auch Wesen, wie zum Beispiel Dämonen, die auf der echten Welt nicht existieren, aber deren Auswirkungen durch zum Beispiel momentanen Wahnsinn oder irgendwelche anderen Emotionen auf der physischen Welt merkbar wäre. Und zudem sind einige Orte auf der echten Welt Portale in andere Reiche, die innerhalb der Kehrseite existieren.
Das heißt, von der Kosmologie her hätten wir die physische Welt, also die Welt mit den fliegenden Inseln, die wir im letzten Video besprochen haben. Wir haben die metaphysische Welt, die wir gerade eben besprochen haben. Und innerhalb dieser metaphysischen Welt existieren die spezifischen Reiche von Göttern, Dämonen und anderen Fabelwesen. Das heißt, die einzelnen Götter und Dämonen, die es gibt, existieren zwar innerhalb der Kehrseite, aber sie haben auch ein eigenes Reich, das zwar in der Kehrseite existiert, aber gleichzeitig vom Großteil der Kehrseite abgeschirmt ist. Die Götter funktionieren im Setting ungefähr so, wie sie auf der Discworld, bei Warhammer oder auch bei American Gods funktionieren. Und zwar nach der Devise Glaube ist Macht. Was im Klartext ungefähr so viel heißt wie Glaube erschafft die Götter und hält die Götter am Leben, und dasselbe gilt im Grunde auch für Magie. Okay, das muss ich glaube ich erklären. Wir haben bereits festgelegt, dass starke Emotionen eine Auswirkung auf die Kehrseite haben. Beispielsweise können die Emotionen eines Mordes dazu führen, dass ein Rachegeist erzeugt wird. Und genauso kann der inbrünstige Glaube von Tausenden auch einen Gott erschaffen. Und Magie funktioniert im Grunde nach demselben Konzept, nur dass die Leute nicht an einen Gott glauben, sondern an eine Methode der Magie glauben. Im Endeffekt funktioniert das so, dass ein Magier in der physischen Welt eine gewisse Doktrin hat, nach der er Magie ausübt. Und er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass das die richtige Art ist, Magie auszuüben. Er hat hundertprozentigen Glauben, dass das, was er macht, einen Zauber erzeugen wird. Und dieser Glaube und diese Überzeugung bündeln sich auf der Kehrseite, und wenn dieser Magier dann einen Zauber vollführt, bündelt sich die Energie auf der Kehrseite entsprechend dem, was er haben möchte, und das erzeugt dann den Zauber in der echten Welt. Und genauso funktioniert es mit den Göttern. Priester haben hundertprozentigen, unumstößlichen Glauben an ihre Götter, und durch diesen Glauben ist es ihnen unterbewusst möglich, die Kehrseite zu manipulieren, so dass ihre Gebete erhört werden. Die Götter existieren ja zwar als eigenständige Wesen auf der Kehrseite, aber sie sind für die Magie nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist nicht der Gott selber, wichtig ist der Glaube des Priesters an diesen Gott. Dabei muss man natürlich festhalten, dass einzelner Glaube nicht ausreicht, um einen Gott zu erschaffen. Der Glaube einer einzigen Person ist nicht genug, um ein mächtiges Wesen zu erschaffen oder um Wunder zu wirken. Aber wenn Zehntausende von Menschen an denselben Gott glauben, dann formt sich über Generationen hinweg etwas auf der Kehrseite, was die Größe und was die Intelligenz eines Gottes haben würde. Es ist auch möglich, dass sich dieser Glaube an etwas wendet, was bereits auf der Kehrseite existiert. Also der Geist eines Verstorbenen, ein mächtiges Elementarwesen oder irgendwas in der Richtung. In dem Sinne funktioniert die Erschaffung eines Gottes nach demselben Prinzip. Es sind mehrere Generationen an festen Glauben an dieses Wesen. Nur dass der Glaube halt kein neues Wesen erzeugt, sondern das existente Wesen anreichert. Und mit Magiern verhält es sich sehr ähnlich. Die meisten Magier folgen einer fest etablierten Schule, eben weil sie einen festen Glauben und ein im Grunde Wissen haben, dass diese Form von Magie funktioniert. Nur Magier, die unheimlich talentiert sind und ein sehr tiefes Verständnis von Magie haben, haben die Möglichkeit, Zauber entweder zu ändern oder zu kombinieren oder sogar neue Zauber zu erstellen. Aber das ist etwas unheimlich Seltenes. Es sollte hier einmal kurz erwähnt werden, dass das reines Autorenwissen ist. Innerhalb des Settings ist zwar bekannt, dass die Kehrwelt existiert und dass sie irgendetwas Magisches ist, aber dass unterbewusste Gedanken und Emotionen und so weiter und so fort Götter oder Magie erzeugen, ist nicht bekannt. Die Leute im Setting glauben wirklich fest an ihre Götter und glauben, dass die Wunder von den Göttern kommen. Und sie glauben fest an ihre magischen Traditionen und glauben, dass die magischen Traditionen diese magischen Effekte erschaffen. Dass das alles mehr oder weniger ein Placebo-Effekt ist, ist im Setting nicht bekannt. Aber diese Veränderung der Realität hat natürlich auch seine Grenzen. Nur weil es weit verbreitete Vorurteile gegen zum Beispiel Tiermenschen gibt, heißt es nicht, dass Tiermenschen dadurch automatisch dümmer und wilder werden. Das liegt daran, dass jedes intelligente Wesen im Grunde ein Schutzschild gegen diese passive Veränderung hat. In der Praxis funktioniert das so, dass desto intelligenter ein Lebewesen ist, desto stärker ist dieser Schild. Also zum Beispiel Menschen oder Wesen mit einem menschlichen Level von Intelligenz haben ein sehr stark ausgeprägtes Selbstbild. Sie wissen, wer sie sind, sie haben ein Konzept für ihre eigene Spezies und eigene Rasse und Herkunft und so weiter und so fort und haben verschiedene philosophische Konzepte, die damit verbunden sind. Also sind intelligente Lebewesen im Grunde vollkommen dagegen geschützt, durch diesen passiven Glauben von anderen verändert zu werden.
Weniger intelligente Lebewesen, wie zum Beispiel Tiere, sind nicht so stark gesichert. Einfach weil Tiere nicht das philosophische Level haben, um festzulegen, was genau ist jetzt zum Beispiel ein Hund. Sie sind einfach geistig zu simpel dafür. Das heißt, es wäre über Generationen möglich, dass, wenn ein Glaube stark genug verbreitet ist und stark genug geglaubt wird, dass sich die Population von bestimmten Tieren verändern könnten, entsprechend dieses Volksglauben. Und Elementare und andere simple Geister sind übrigens etwa auf dem Level von Tieren. Einfach weil auch Elementare und Geister im Grunde einfach nur ihren Instinkten folgen und keine höheren Konzepte wie Philosophie haben. Und Objekte wie zum Beispiel Mineralien, Pflanzen oder alles, was halt nicht denkt, hat kein Schutzschild. Das heißt, wenn etwas stark genug geglaubt wird, kann das eine Veränderung für diese Dinger herbeiführen. Wenn beispielsweise der Glaube, dass Eisen für Feen giftig ist, stark genug verbreitet wird, kann Eisen wirklich für Feen giftig werden. Und dabei ist festzuhalten, dass die Feen sich absolut nicht verändern. Die Veränderung findet rein beim Eisen statt. Über mehrere Jahrzehnte wird immer stärker geglaubt, dass Eisen giftig für Feen ist und darum wird Eisen wirklich giftig für Feen. Und das kann eine Art Runaway-Effekt erzeugen. Um hier mal ein Beispiel aus der echten Welt ranzunehmen, in Europa dachten vor 200 Jahren die meisten Leute, dass Tomaten giftig sind. Das lag daran, dass das Essgeschirr der Reichen, also der einzigen Leuten, die sich Tomaten wirklich leisten konnten, unter anderem aus Blei bestand. Und die Säure in den Tomaten hat das Blei aus den Tellern gezogen und darum starben die Leute an Bleivergiftung. Wenn jetzt nicht bekannt wäre, dass Essgeschirr aus Blei zu machen eine unheimlich dumme Idee ist, würde sich der Glaube festsitzen, dass Tomaten wirklich giftig sind. Und über die Generationen würden Tomaten dann wirklich Gift entwickeln. Wodurch sich der Glaube, dass Tomaten giftig sind, festigt, weil Tomaten wirklich giftig geworden sind und dadurch werden sie noch giftiger und immer so weiter, bis Tomaten irgendwann wirklich tödliche Pflanzen geworden sind. Ein anderes potenzielles Beispiel wäre die Evolution von Drachen. Es gibt oder gab in der echten Welt ziemlich große fliegende Echsen oder Dinger, die wie ziemlich große fliegende Echsen aussehen. Und es gibt einige Tierarten, die Chemikalien durch die Gegend schießen können, wodurch sie im Grunde zu lebenden Flammenwerfern werden. Es ist also möglich, dass jemand, der diese Wesen sieht und nicht wirklich versteht, was vor sich geht, oder nur Geschichten über diese Wesen hört oder was auch immer, anfängt Ideen zu haben, die am Ende zu einem Drachen führen könnten. Beispielsweise erzählen sich Segler Geschichten über große fliegende Echsen und dadurch werden die fliegenden Echsen, die existieren, durch das psychische Feedback immer größer und größer, eben weil sie von der Kehrseite dazu gepolt werden, diesen Ideen und diesem Glauben um sie herum zu entsprechen. Genauso können geschossene Chemikalien oder die Verbindung einer kleinen Gruppe von Echsen zu meinetwegen der Feuerebene fehlverstanden werden als eine Art Atemwaffe, die die Drachen haben. Und über die Jahrhunderte vermischen sich diese Ideen zum Konzept eines Drachen und die Kehrseite polt diese Wesen, die ursprünglich diese Drachengerüchte erzeugt haben, dazu, diese Rolle einzunehmen. Und ich glaube, ihr merkt, dass Magie im Setting relativ abgespaced ist. Das hat den Vorteil, dass so gut wie jede Art von Magie, die man im Setting haben kann, existiert. Also es kann Runenmagie geben, es kann Biomantie geben, es kann Nekromantie geben, Technomagie oder was auch immer ihr gerade ins Setting reinpacken wollt als Spieler oder Spielleiter. Aber es hat auch den Nachteil, dass das ganze Konzept relativ seltsam zu erklären ist, weil es sehr wenige harte Angriffspunkte gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt ein festes Beispiel, wie es auf jeden Fall funktioniert. Aber ich glaube, die Erklärungen in diesem Video waren gut genug, dass man zumindest oberflächlich verstanden hat, wie Magie im Setting funktioniert. Ich werde über die jeweiligen spezifischen magischen Traditionen und Schulen und Glaubensrichtungen und so weiter noch irgendwann eigenen Content machen. Aber ich glaube, dieses Video ist ausreichend als ein grober Überblick dafür, wie Magie genau funktioniert. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte in den Kommentaren. Das könnte auch für andere Leute interessant sein, die das ganze Konzept nicht wirklich verstehen, weil es einfach sehr weit hergeholt ist. Und mit diesen unsicheren Worten wünsche ich euch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut und wir sehen uns beim nächsten Mal.